Ich habe den Funk überwacht. Dieser Mensch Withers behauptet, der Präsident wird heute vor seinen Untertanen sprechen. Dieser Präsident muss für ihre Sozialstruktur wichtiger sein, als ich vermutet hatte. Vor dem Weißen Haus habe ich eine deutliche Zunahme an Aktivität verzeichnet. Alles klar. Sag mir einfach, wo er ist und wie er aussieht. Das Ortungssystem des Mutterschiffs ist defekt. Ich glaube, er reist in diesen Konvois mit langen, schwarzen Fahrzeugen. Du glaubst? Aus dem Orbit kann ich die Position des Präsidenten nicht exakt festmachen. Es ist ja nicht so, als würde er mit einem riesigen roten Pfeil über den Kopf herumlaufen. Du musst diesen Fahrzeugen folgen, dann können wir ihn identifizieren. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Niemand macht einen so guten Hackbraten wie meine Mary Lou. Ich will lieber ein Polizist sein. Oder Parkwächter, was auch immer er ist. Untertassen. Was sie sich wohl als nächstes ausdenken werden. Ich frage mich, ob Doris Day wirklich so unschuldig ist, wie sie aussieht. Ich wette, sie ist eine kleine Wildkatze. Ich mag Eisenhower und bin stolz drauf. Mein Kopf sagt Eisenhower. Scan läuft. Oh, schau mal. Ihre Fahrzeuge verbrennen Kohlenwasserstoff. Reizend. Nicht einatmen, Crypto. Vielleicht sollte ich ab jetzt wieder nur zwei Martinis zum Mittag trinken. Na toll, er fährt erstmal durch die Stadt. Als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte. Natürlich haben außerirdische Dinosaurier ausgelöscht. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Abhauen. Bobs Geld einstecken und nach Kalifornien fahren. Ich könnte es zum Star schaffen, das weiß ich einfach. Warum hast du das getan? Marilyn, wie soll ich nur mit so einem Vorbild mithalten können? Ich bin so ein braves, lahmes Mädchen. Dieses seltsame Gefühl, als würde jemand alle meine Gedanken belauschen. Ich werde es einfach nicht los. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? Sowohl Passagiere als auch Bauteile bestehen aus Kohlenstoffverbindungen. Das Interieur ist bestimmt aus Soylent Green Leder. Nicht gerade billig. Ruhig bleiben! Warum will Miss Kubelik nicht mit mir ausgehen? Sie ist der Hammer! Und ich mag mich auch an. Oh, die Elektronik blockiert alle menschlichen neuroelektrischen Signale. So viel zur Biorhythmik. Aber wir haben ja immer noch das Horoskop. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Hier noch weiter so dampft. Das schmeiß ich hin.
Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Läuft für mich. Ich will nicht so nah an dir dran stehen. Du musst näher an den Wagen des Präsidenten ran. Ich verliere das Scansignal. Das Ende ist nah. Es ist wirklich, wirklich nah. Wenn ihr mal wüsstet. Halt, bildet eine Wagenburg. Bricht mir meine Flinte. Schafft das Weizvolk in Sicherheit. Vernichte sie alle. Ich will nicht. Gut geschossen, Crypto. Lass mich los, du Bastard. Den gefreiten Fall. Ein Außerirdischer! Sir, dieser Soldat möchte Sie informieren. Wenn ich hätte vor. Upsala, mein Fehler. Hervorragende Arbeit, Crypto. Dir mich abzusetzen. Ein doppelter Hinterhalt. Gar nicht mal schlecht. Das muss ich diesen Affen lassen. Crypto, dieses Wither-Wesen hat gerade wieder etwas gesendet. Er sagt, der Präsident wird in Kürze vor seine Untertanen treten. Er ist ohne Frage ein gerissener Kontrahent. Kein Vergleich zu Armquist. Also soll ich ihn gnadenlos in Billionen mikroskopisch kleine Teilchen pulverisieren? Geht klar, großer Häuptling. Sehr gut. Du denkst mit. Er muss ja nicht währenddessen lauter Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Upsala, mein Fehler. Ich hab kurz was in den Chat geguckt. Werd einfach eine heiße Frau, das hilft. Sie kommen! Gehirn löschen. Bla bla bla. Kommen wir doch direkt zum Paket zur Anregung der Wirtschaft. Gott, ich liebe Keynesche Marktwirtschaftstheorie. Ich will mich zunächst bei unseren Generälen bedanken, die der Grundstein der unveränderlichen Wehrhaftigkeit sind, auf der meine Budgetplanung beruht. Ich will... Gute Arbeit! Ich erwarte natürlich nicht, dass die Menschen das tatenlos hinnehmen. Aber hey, du bist doch ein großer Klon, oder? Du kannst auf dich aufpassen. Crypto, diese Typen in Dunkelgrau haben dein Raumschiff gefunden. Ich glaube, sie wollen es zerstören. Ich bin kein Experte für menschliche Sprengstoffe, aber es scheint, als hätten sie genug, um die Energiezellen zu zerstören. Das würde die ganze Stadt pulverisieren. Beeil dich! Sie werden dein Raumschiff zerstören! Oh, haben Sie denn keinen Respekt vor fremdem Eigentum? Gute Arbeit, Crypto! In der Grundausbildung war keine Rede vom Selbstentzündung! Hervorragende Arbeit, Crypto! Geht doch! Gute Arbeit, Crypto! Jetzt kann ich Präsident der Erde werden. Präsident in Gefahr. Haftmann ist laut offiziellen Angaben auf Weg der Besserung, hat leichte Kopfschmerzen. Schnell weg, zurück in die Hohlerde. Eine Verbesserung für dein Raumschiff?
Nein, wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Jetzt, da ihr Präsident tot ist, müssen die Senatoren einen neuen Anführer wählen. Die Entscheidung steht kurz bevor. Wenn der Präsident tot ist, wird er nicht der Vizepräsident sein Nachfolger? Sei einfach still und töte die Senatoren, bevor sie das Kapitol betreten! Die Knie, Cowboy! Kleiner Freak, hör sofort auf! Rennt um euer Leben! Boah, ja, warte, da! Wie gebe ich den Holobob eigentlich auf? Extraterrestrische! Rosiana! Kleine Gott, sie Körperfresser! Außerirdische! Hier ist für dich. Oh. Hey, kapisch? Ihr macht das schon. Hallo? Marsianer! Komisch, die Saturn hier sind genauso groß wie normale Hirne. Das ist unerwartet. Sie sind es! Die leuchten nur anders. Und plöpp. Außerirdische? Was war das? Sie kommen! Die Pause der Senatoren ist offenbar beendet. Die Analyse zeigt, dass ihr Mittagsmahl flüssiger Natur war. Zögere nicht! Schalte sie aus! Dann zeig vor, was du drauf hast! So, genug separat Gehirne gesammelt. Regieren ist out. Wasser macht die Welt auch nicht besser. Und wenn wir uns... Auf den Fett.
Nimm das, fucking Ehrenregierung. Hier werden keine ganzen Gehirne weggelutscht. Das sind keine Space Bugs. Da war Jordan Power im Hintergrund. Stehen bleiben! Pass auf! Ich mach dich kaputt! Begib dich zum Haupteingang vor dem Kapitol. Jede Menge Senatoren sind auf dem Weg dorthin und stopp deine Munition auf. Das hier ist keine Demokratie, solange ich es nicht sage. Sie kommen von überall. Lass niemanden vorbei. Vernichte sie! Alle! Weg da! Oh mein Gott, die wollen regieren! Haltet sie auf! Sie benutzen den Nebeneingang nördlich von deiner Position. Pass auf, ich habe militärische Einheiten in der Nähe entdeckt. Mit meinem militärischen Einheiten auf Spyromat. Ach, glaub es mir einfach. Letzte Runde. Warte, du musst bleiben. Tut weh! Nein, er ist fast an der Abstimmungsurne. Nix damit abstimmen. Oh nein, dabei wollte ich noch Wasserquellen der Nestle verkaufen. In der Grundausbildung war keine Rede von Selbstentzündung. Sie sind wieder am Haupteingang. Ich sehe mehr Senatoren und auch einige Soldaten. Okay. Und was sind die guten Neuigkeiten? Dieses Mal sind sie schwerer bewaffnet. Na, super. Wasser! Und hallo Dice und danke, dass du da bist. Ach, Senatoren töten ist viel zu einfach gestaltet. Wo willst du denn hin? Das muss ich tun. Ein bisschen ist das von den Waffen her, aber auch so wie bei der, die Wahl ist fast vorbei. Wie war es? Bei XCOM gibt es ja auch so einen Third-Person-Ableger, so Shooter-like. Cyborgs. Kommt gleich der 6-Millionen-Dollar-Mann. Daran erinnern mich eigentlich die Agenten hier, was in derselben Zeit gespielt hat. So Pi mal Daumen, ich weiß gar nicht, ob das war ein 60er. Was heilig ist, was muss ich tun, um ein wenig Wasser zu kriegen? Dass er in Flammen steht. Ja, The Bureau of X kommt declassified. Was gar nicht mal so schlecht war. Ich
aber war leider nicht sehr erfolgreich, deshalb kam dann nie wieder was. Ausgezeichnet! Bird Wither berichtet, dass die Wahl ergebnislos war. Die Menschen sind ohne Anführer und werden sich uns jetzt beugen müssen. Senator 0. Das habe ich durchgespielt, ja. Massakriert. Kommunisten schuld an Senatorenmassaker. Dass sie bis zum Ende wirklich glauben, dass ich ein Kommunist bin. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? Die Menschen haben Unmengen einer Waffe hergestellt, die unsere Invasionstruppen gefährdet. Diese Tesla-Spulen sind billige, schäbige Versionen jener, die du in Area 42 gesehen hast. Und du, mein impulsiver Freund, darfst jetzt alle Tesla-Spulen in der Stadt zerstören. Interessant. Einige sind automatisiert, andere erfordern menschliche Bedienung. Was mache ich jetzt mit denen? Ganz einfach. Jede Einheit ist mit einer Steuerkonsole in der Nähe verbunden. Zerstöre sie alle, wie ist mir egal. Ich soll also die Tesla-Spulen und die Steuerkonsolen zerstören? Einmal mehr, du hast du den Kern meiner Aussage messerscharf und zur Gänze erfasst. Du musst diese Tesla-Spulen zu Fuß ausschalten, ansonsten stören sie die Funktion deines Raumschiffs. Elektrische Verteidigungsmaßnahmen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Extraterrestrische! Bist du dran, Junge? Warum hat das ein Bambusgerüst? Wo sind wir denn hier? China? Ach, die Waffe ist nicht OP. Die sich mal auf Maximum geupgradet. Da ist noch Potenzial nach oben. Ja, okay, der Hund ist wieder unter den Tisch gegangen. Ist halt nur hilfreich auf so kleinen, Dächer, meine ich. Noch irgendeiner, der auf dem Dach ist? Nein, 4 Stück sind auf dem Boden jetzt. Ja, grounded. Pass auf, wo du hinläufst. Respekt. Ah, du. Habe ich auch für morgen schon.
Aber da werde ich mich, wie gesagt, Microsoft hat keine Preview-Keys gegeben. Deshalb wird das auch mit den normalen Release-Zeiten kommen. Aber Grounded wird wohl ganz cool sein. Obwohl ich noch nicht weiß, in welchem Umfang das Early Access sein wird. Ist ja noch nicht fertig, das Spiel. Das müssen die Waffeningenieure sein. Tötet diese Wissenschaftler. Ohne sie kann niemand mehr die Spulen reparieren. Doch, es wird es wird schon größer als die Demo sein. Gab bei der Demo Gebiete, die nicht erreichen konnte in der Laufzeit. Aber das wird man dann morgen sehen. Wo sind denn die Tesla-Spule-Typen? Du konntest ja die Quests nicht weiterführen. Und ich glaube, in der Demo war der Koop-Modus auch nicht integriert, ne? Die Regierung. Also ich denke schon, dass das unterhaltend sein wird, jetzt nicht hunderte von Stunden, aber vollkommen in Ordnung sein. Deshalb alles cool. EMP. Mach mich nicht dumm an, sonst kommst du ins Loch. Außerirdische! Ich sag das nur einmal. Körperfresser! Es ist nur noch ein Teil übrig. Schnell, zerstöre es! Egal, wo ich gucke. Ah ja, stimmt. Ich muss die Tesla-Spule spalten. Das kann ich bei der letzten machen. Nun muss man eben alle aufploppen lassen, die da hinten sind. Ich liebe das Geräusch, obwohl es wie für eine Skype-Nachricht ist. Ja, ja. Genau, was wir brauchen. Die Menschen sind ja doch lernfähig. Sie haben die anderen Steuerkonsolen in Bunkern versteckt. Du wirst sie mit deinem Raumschiff zerstören müssen. Alles klar. Will mein Raumschiff hier wieder angegriffen von irgendwelchen Menschen? Die Menschen haben schon wieder Sprengstoff in deinem Raumschiff gelegt. Vielleicht sind sie auch einfach schlauer geworden. Auf ein Kleinwüchsiger! Nein! Ein Außerirdischer!
Sie haben Außerirdischer gesagt. Extraterrestrische! Marsianer! Außerirdische! Sie kommen! Letzte Runde. Vernichte diese primitiven menschlichen Verteidigungsanlagen, Raptor. Zu schade, dass diese Tesla-Spulen nur billige Imitationen sind. Dein Raumschiff sollte ihnen standhalten können. Na? So, Tesla-Spule 1 zerstört. Oh, jetzt gerade hakt's ein bisschen. Moment. Nimm das, Weißes Haus. Wer braucht dich schon? Ich habe euch vor Trump gerettet. Sprich dein letztes Gebet. Jetzt ist nur noch ein Teil übrig. Schnell, zerstöre es! Und jetzt ein modernes Remake von Rampage, ey. Rennt, Außerirdische! Marsianer! Sie kommen! Du meinst das hier beim Weißen Haus. Damit wir dasselbe enden. Selbe haben wie bei Independence Day. Der eine stand beim letzten Tesla. Blockieren, Explosion zerstören, neue Umspannwerke. Nein. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. Thank you.